Bus. Dragons. Bereit für die nächste Lesson. Hände vorhalten. Wir grüßen Großmeister. Bus. Grüßen zu Hause. Bus. Und jetzt geht's los. Bus Dragons, das ist unser Programm für heute. Warm-up. Jumping Jack Variationen, Shoulder Twist, Kicks und Knie. Je eine Minute, zwei Runden, 8 Minuten Warm-up. Technik 1. Armbar Military Style, Japanese Style. Je 50 Wiederholungen, 25 links und rechts. Technik 2. Rollschule. Seitwärts am Boden, seitwärts im Stand. Je 50 Wiederholungen. Power and Conditioning. Shoulder Combination, Clinch und Knees. 4 Runden. 30 Wiederholungen für Erwachsene, 10 Wiederholungen für Kinder. Stretch und Cooldown. High Kick Rotation, Straight Leg Switch, Neck Rotation Combination, Arm Rotation Combination. 4 Runden. Bus Dragons, jetzt Warm-up Time. Klassisch 4 Übungen, 1 Minute, 2 Durchgänge, 8 Minuten Warm-up. Erste Übung, Jumping Jack Variationen. Zweite Übung, Shoulder Rotation. Dritte Übung, High Kicks. Vierte Übung, Knie. Erste Übung, Jumping Jack Variationen. Das ist eine Mischung aus dem klassischen Jumping Jack, dem seitlichen Jumping Jack, zur Seite, wieder zur Mitte zusammen. Zur Seite und wieder zur Mitte zusammen. 20 Sekunden und dann die letzten 20 Sekunden der gerade Jumping Jack nach vorne. Immer über Kreuz, Arm nach vorne und Bein nach hinten. 20 Sekunden, immer im Wechsel, eine Minute. Nächste Übung, Shoulder Twist. Große Bewegungen mit den Schultern. Nicht zu langsam, aber auch nicht schnell, sondern eine schöne Geschwindigkeit nach vorne. 30 Sekunden und nach hinten 30 Sekunden. Und danach High Kicks. Klassische Kampfstellung und wir fangen an, Fuß hoch zur Hand. Wenn ihr noch nicht so hoch kommt, Hände tiefer. Wenn ihr höher kommt, Hände nach oben. Eine Minute. Letzte Übung, vierte Übung, hohe Knie. Hände vor den Bauch und hoch geht's. Eine Minute. Vier Übungen, zwei Durchgänge, 8 Minuten. Let's go. Bus Dragons, erste Technik für heute, Armbar am Sandsack. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Sandsack und eure Gürtel. Solltet ihr keinen Sandsack zu Hause haben, ganz einfach Kissen, Decke, irgendwas, auf das ihr simulieren könnt und euren Dragon Gym Gürtel. Was ihr macht, ist folgendes. Ihr legt den Gürtel hinter das Objekt, euer Trainingsobjekt, den Sandsack in diesem Fall. Wir nehmen die Enden zusammen und simulieren hiermit die Arme des Angreifers, wenn er uns zum Beispiel runterwerfen würde, stoßen würde oder einfach, wenn er die Arme festhält und wir die Arme angreifen. Wir sind klassisch in der Mount, holen uns den Arm, indem wir in den Gi greifen oder in den Arm greifen, simulieren wir hier, Fuß aufstehen, die Seite, wo wir angreifen, das Bein stellen wir hin, Crossface, wir wechseln mit dem tiefen Griff in den Arm und die Hinterhand, die jetzt gerade frei ist, benutzen wir als Stütze bei der Rotation, dass wir sitzen, sobald wir absteigen. Nicht direkt hinfallen, sondern sitzen. Wir halten den Arm tight, legen uns nach hinten, Hüfte hoch, Armbar. Wichtig ist dabei, ihr wollt eng dranbleiben am Sandsack, nicht wegrutschen, okay? Noch einmal. Also, wir sitzen tight. Wir holen uns den Arm des Angreifers. Hoch, Crossface. Enger Griff zum Arm, den Arm sichern. Der zweite Arm geht nach hinten. Eng, Knie zusammen. Runter und dann Hüfte anheben. Gegen das Ellbogengelenk pressen. Armbar aus der Mount. Beide Übungen. 25 links, 25 rechts, 50 Armbars, erste Technik für heute. Nice and tight. Das ist die erste Übung. Für Leute, die schon ein bisschen weiter gehen,
gibt es eine Variation daraus und das ist aus der Knee on Belly Position. Wir kennen diese Position schon. Wir sind hier, Knee on Belly bzw. Side Control. Und jetzt gehen wir hoch in den Knee on Belly. Holen uns auch wieder den Arm vom Angreifer, der uns wegstoßen wollen würde. Wir sitzen hier und jetzt machen wir nicht den klassischen Armbar, sondern die Japanese Armbar. Was bedeutet, unser Schienenbein, das auf dem Oberkörper anliegt, rutscht in die Achsel des Angreifers. Wir halten wieder eng, stützen uns an ihm auf, hoch in die Achsel, Fuß drüber und jetzt von hier. Japanese Armbar. Noch einmal. Side Control, Knee on Belly, wir holen uns den Arm tight, stützen uns an ihm auf, Fuß geht drüber, Schienenbein bleibt dran, Japanese Armbar. Nicht drüber gehen, das ist der klassische Military Armbar, sondern mit dem Schienenbein dran bleiben. Auch hier 25 links, 25 rechts, 50 Armbars, Military Armbar, Japanese Armbar. Am Trainingspartner mit dem Dragon Band. Us Dragons. Zweite Technik für heute, die Rolle seitlich. Wir machen auch hier wieder zwei Varianten, eine Beginner- und eine fortgeschrittene Variante. Die Beginner-Variante ist am Boden, die fortgeschrittene Variante im Stand, auch Polizeirolle genannt. Auch hier 50 Wiederholungen, 25 links, 25 rechts. Wichtig dabei, lasst euch Zeit, es geht um einen sauberen Bewegungsablauf. Was bedeutet, macht 5 Stück, macht 4 Stück, immer wieder kurze Pausen zwischendrin, dass euch nicht schwindelig wird und auch nicht schlecht. Aber wirklich 50 Stück durcharbeiten mit Pausen dazwischen, gibt es jetzt kein Zeitlimit. Es geht um einen sauberen Bewegungsablauf. Hier kleine Tipps. Wir sitzen eng, klein. In die Richtung, wo ich rolle, der Arm geht nach hinten, der Rest von mir zeigt nach vorne. Und ich versuche auch nach vorne zu schauen, in den Spiegel oder in irgendeinen Punkt an der Wand. Und roll über meine Schulter. Das bedeutet, ich versuche, mich so weit es geht nach vorne zu lehnen, damit ich schön den großen Schultergurt anbiete, damit ich über meine Schultern rollen kann. Nicht aufrecht bleiben, sondern schön weit nach vorne rollen. Auch da Stretching wieder ist wichtig. Schön nach vorne, Arm geht hinter, Bein ran und schön über das Genick rollen. Schön tiefe, enge Rollen. Das ist das erste. 25 links, 25 rechts. Das ist für den Anfang, für die Beginner. Zweite Rolle. Wir kommen in den Start. Hier, klassische Kampfstellung, Fokus auch nach vorne. Die Schwierigkeit hier liegt darin, wir wollen etwas anvisieren, etwas anschauen und diesen Punkt nicht während der Rolle aus den Augen verlieren. Was bedeutet, dass wir nicht nach oben, unten, links, rechts gucken während der Rolle, sondern ich schaue nach vorne auf den Punkt an der Wand, den behalte ich im Blick, gehe runter, Knie auf den Boden über die Seite, wo ich rolle, ich behalte den Blickkontakt nach vorne, roll drüber, boom. Stehe wieder auf, auch wieder über die Seite, wo ich gerollt bin, des Beins auf der Innenseite. Ich mache sozusagen einen kleinen Wechsel mit den Beinen. Deckung ist oben, Blick nach vorne, ich kann auch, deswegen auch Polizeirolle, als würde ich eine Waffe halten. Boom. Sauber stehen. Nehmt euch die Zeit, 25 links, 25 rechts. Deckung hoch, Körperspannung, Konzentration, Technik für heute. Zweite Technik, rolle seitlich am Boden und im Stand. 50 Stück. Us! Us Dragons. Power and Conditioning ist angesagt. Heute 2 Übungen, 4 Runden, 30 bzw. 10 Wiederholungen. Ihr braucht nicht viel Gewicht. Ich habe hier ein paar Kettlebells und einen Medizinball. Es reichen aber auch eine Wasserflasche zum Beispiel. Es geht nämlich nur um einen konzentrierten Bewegungsablauf. Deswegen ist nicht großes Gewicht erforderlich. Ich zeige die Übung. Wir beginnen klassisch. Gerade Rücken. Wir beginnen klassisch mit einer Schulterübung. Wir stellen uns gerade hin, leicht in die Knie, gerade Schiebe nach vorne, zur Seite und wieder oben zusammen. Und genauso gehen wir wieder zurück. Zur Seite, vor, wieder runter. Und nochmal. Hoch, zur Seite, nach oben, zur Seite, vor, wieder runter. Für Erwachsene 30 Wiederholungen, für Kinder 10 Wiederholungen. Nächste Übung, benutzen wir unsere Knie. Was bedeutet, wir machen einen Clinch-Kniestoß. Wir halten einen Medizinball in diesem Fall oder einen normalen Ball oder auch
eine Kettlebell, ihr könnt alles benutzen, was ihr habt, eine Wasserflasche. Es geht nur darum, dass ihr was in der Hand habt. Kampfstellung klassisch. Und jetzt im Wechsel ziehe ich meine Knie nach oben und einen harten Kniestoß zu simulieren. Auch hier 30 Wiederholungen für Erwachsene, 10 Wiederholungen für Kinder, 4 Runden. Let's go. Us Dragons, willkommen zum nächsten Teil, Stretch und Cooldown. Dafür benutzen wir diese Stühle. Wir stellen uns hin, klassische Kampfstellung, hinter den Stuhl. Und jetzt mit dem gestreckten Bein kicken wir über den Stuhl drüber. Schön hoch und rüber. Immer mit Schwung, 10 Mal insgesamt. Wenn ihr noch nicht so hoch kommt, nehmt einfach einen kleineren Stuhl, stellt euch auf jeden Fall diesen. Deckung ist oben, wichtig ist, die Hände nicht unten, nicht irgendwie mitschwingen oder irgendwas. Körperspannung, gerade Rücken, Schultern hoch, Deckung hoch, Blick nach vorne und schön mit dem hinteren Fuß über unser Hindernis. 10 Mal, sowohl hohes oder tiefes Hindernis, erste Übung. Als nächstes, kommt vor, jetzt strecken wir das Bein links und rechts. Das bedeutet, wir gehen tief runter, strecken unser Bein. Wichtig ist, wir stehen auf dem kompletten Fuß, nicht auflehnen, aufrecht bleiben, Schultern hoch. Rotiert das Bein nicht nach vorne, zu viel Druck auf dem Kniegelenk, sondern nach außen, beziehungsweise dass der Fuß nach oben zeigt. Schön tief runter strecken, halten, Körperspannung aufrecht. Auch hier 7 bis 10 Sekunden halten und dann bleiben wir so tief wie möglich und wechseln auf die andere Seite. Gleiches Spiel, tief runter, Bein gestreckt, Zehen zeigen nach oben, Körperspannung nicht auflehnen, Körperspannung halten. Wenn ihr nur bis hierhin kommt, kommt ihr nur bis hierhin, ist auch okay. Versucht euch aber nicht abzuhalten. Gut, das sind die ersten 2 Übungen für die Beine. Als nächstes kommen wir zu den Armen. Und zwar ganz klassisch, hinter den Kopf. Großer Wechsel. Und großer Wechsel vor den Kopf, beziehungsweise vor die Brust. Alle 7 bis 10 Sekunden halten. Und die letzte Übung ist fürs Genick auch nochmal. Leichter Druck zur Seite. Und zur anderen Seite. Druck nach vorne. Und Druck nach oben. Und leicht rotieren. Jede Bewegung 7 bis 10 Sekunden. Auch in beide Richtungen. Gut. Das ist Stretch-Programm. 4 Runden. Beine. Lang, links, rechts. Schultern, Arme und das Genick. Los geht's. Los. Us Dragons. Sehr gute Arbeit. Hände vorhalten. Wir grüßen den Großmeister. Us. Auch zu Hause. Us. Sehr gut. Jetzt Fenster auf. Frische Luft. Sonne reinlassen. Energie neu tanken. Wichtig. Teilt uns eure Ergebnisse mit. Wir freuen uns, euren Fortschritt mitzubekommen. Hände vorhalten. Besten Kämpfer sind Tim. Dragon Gym. Us.